Heute sind wir 10 Mann. Morgen 8. 2 haben Granaten zerfleischt. Wir begraben unsere Toten nicht. Wir setzen sie in die kleinen Nischen, die in die Grabenwand geschachtet sind. Wenn ich durch den Graben schleiche, weiß ich nicht, ob ich an einem Toten oder einem Lebenden vorübergehe. Sie haben die gleichen grau-gelben Gesichter. Ich kann nicht schlafen! Ich fasse das Tun der Menschen nicht! 20.8. Deutschland siegt immer weiter! England beim Mont vernichtend geschlagen! Hurra! Der Krieg hat alle Angst. Der Krieg. Wir müssen dagegen kämpfen. Verschwanden sind meine Augen. Ein letzter Sprung. Nun kann ich an keinem Toten mehr vorbeigehen, ohne innezuhalten. Wer warst du, frage ich. Von wo kommst du? Niemals frage ich, warum musstest du sterben? Niemals, wer ist schuld? Das war einer unserer Busse. Das hier war kein Verkehrsunfall, wie er in Afghanistan oft vorkam, nein. Alle, die hier lagen, Tote, Schwerverletzte, blutüberströmt, waren deutsche Soldaten? 2003 war ich Fahrerin in Afghanistan. Ich habe ein Kind überfahren. Seit ich an PTBS leide, fühle ich mich nicht mehr frei. Ich habe Angst vor dem Leben. Leute fragen, wie war es dort drüben? Das macht mich wütend. Über 70.000 Tote. Darunter tausende Zivilisten, auch von unseren Soldaten verursacht. Es haben auch 55 Bundeswehrsoldaten ihr Leben gelassen. Ich will nicht mehr! Kämpfen wir für eine neue Welt! Ich kann nicht mehr! Jeder ist verdammt, sich selbst zu richten. Im Krieg, da haben die Menschen gelitten, da haben sie gemordet. Sie werden wieder leiden und sie werden wieder morden. Ja, so sind sie, die Menschen. Und sie können anders sein, wenn sie nur wollten, aber sie wollen nicht.